Hallo, willkommen zu einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. Heute beschäftigen wir uns einmal mit einem Window-Tool, das dir diverse Systeminformationen zur Verfügung stellt, mit denen du deine Hardware ein wenig analysieren kannst und somit einen Überblick darüber hast, was eigentlich so auf deinem Computer vorhanden ist. Am schnellsten greifst du auf die Systeminformationen zu, indem du mal in das Suchfeld klickst und hier Systeminfo eingibst. Dann wird dir gleich zu Beginn die Desktop-App Systeminformationen angezeigt. Dieses klickst du einfach an und es wird das Fenster mit den entsprechenden Informationen angezeigt. Im linken oberen Bereich findest du die Navigation. Als allererstes haben wir die Systemübersicht. Hier sind die wichtigsten Informationen deines Windows 10 Systems zusammengefasst. Damit hast du schon mal einen schnellen Überblick über die wichtigsten Komponenten. Wie du bei mir siehst, habe ich Windows 10 Professional installiert. Hier ist dann die entsprechende Bildversion. Aus dieser kannst du dann herausfinden, welches Service Pack installiert ist, da jedes Service Pack eine ganz bestimmte Nummer hat. Hier ist der Computername zu sehen. Ein klein wenig weiter unter siehst du, ob du ein 32 oder ein 64-Bit-System hast. Unter Prozessor findest du die CPU, die auf deinem Board installiert ist, dann die entsprechende BIOS-Version, die auf deinem Board existiert. Dann folgen ein paar weitere Board-Informationen, die nicht so wichtig sind. Wichtig ist dann wieder dies hier. Das sind die Verzeichnisse, wo Windows installiert ist, beziehungsweise die wichtigen Windows-Programme. Unter Startgerät findest du die Festplattenbezeichnung der Festplatte bzw. der Festplattenpartition, wo Windows 10 installiert ist. So, dann geht's weiter mit den interessanten Informationen über deinen Arbeitsspeicher, der hier physischer Speicher genannt wird. Ich habe also 8 GB Arbeitsspeicher installiert, verfügbar im Moment die Hälfte davon, knapp 4 GB. Virtuell Arbeitsspeicher, der auf meinen Festplatten bereitgestellt wird, beträgt knapp 12 GB. Davon sind noch 7 frei und im Moment 3,5 in der sogenannten Auslagerungsdatei eingebunden. Reichen dir diese Übersichtsinformationen nicht aus, dann hast du hier im linken Bereich noch mehrere Möglichkeiten. Du kannst dir hier diverse Hardware-Ressourcen anzeigen lassen, Komponenteninformationen oder auch Informationen zu deiner Softwareumgebung. Bist du etwas technisch versierter, dann findest du unter den Hardware-Ressourcen detaillierte Angaben über Speicheradresszuordnungen und ähnliches. Vor vielen Jahren war das einmal sehr wichtig, weil du konntest dann gewisse Ressourcen zuweisen. Heute ist das nicht mehr so notwendig, da das System das in der Regel alles selbstständig macht und auch so, dass es funktioniert. Aber informativerweise kannst du natürlich dir mal diese Dinge angucken hier. Ja, interessant ist zum Beispiel der Arbeitsspeicher. Hier siehst du, welche Hardware-Komponenten in deinem Computer welche Bereiche des Arbeitsspeichers beanspruchen bzw. zugewiesen bekommen. Normalerweise wirst du diese Informationen nicht benötigen, aber es ist ja mal ganz interessant, diese hier zu sehen. Wichtiger sind die Informationen dann in der Regel, die du hier im Bereich Komponenten findest, da hier eher die Geräte aufgelistet werden, die du auch so in der täglichen Arbeit am Computer benötigst. So zum Beispiel findest du hier Audio-Codecs und Video-Codecs. Dir wird also hier angezeigt, in welcher DLL-Datei diese eingebunden sind. Möchtest du gern wissen, was du für ein CD-Laufwerk hast, dann klickst du einfach mal auf CD und schaust dir hier die Liste durch. Und schon hast du die Bezeichnung von deinem DVD-Laufwerk, falls du eventuell mal einen neuen Treiber benötigst oder ein neuer Treiber von dem Hersteller bereitgestellt wird. Dann kannst du hier nachschauen, ob das auch wirklich ein Treiber für dein Laufwerk ist. Dann geht es weiter mit Informationen zum Audiogerät. Sehr oft ist die Information zu deiner installierten Grafikkarte notwendig. Das findest du hier unter Anzeige. Wenn du also mal Hilfe zu deiner Grafikkarte benötigst, schaust du einfach hier nach, um die genaue Beschreibung deiner Grafikkarte zu erhalten. Ja, dann geht's weiter mit deinen Eingabegeräten wie Tastatur und Maus. Wenn du dein Netzwerk selber konfigurierst, dann ist ganz interessant, was du eigentlich für eine Netzwerkkarte hier an deinem Computer so eingebaut hast. Da klickst du einfach mal auf Netzwerk und auf Adapter.
Ja, und dann findest du hier Informationen zu deiner Netzwerkkarte. In meinem Fall ist das hier zum Beispiel eine Realtek Gigabit Ethernet Controller, also eine Netzwerkkarte, an die ein Netzwerkkabel angebunden ist. In der Regel versuche ich persönlich immer möglichst viel mit Netzwerkkabeln zu arbeiten, da die Datenverbindung über Netzwerkkabel natürlich stabiler ist als die über ein WLAN-Netzwerk. Möchtest du eine Übersicht über deine vorhandenen Laufwerke, also Festplatten etc. haben, dann klickst du mal hier unten Speicher und Laufwerke. Jetzt werden dir hier alle deine Laufwerke, und zwar in Form der Partitionsbezeichnungen aufgeführt, die so auf deinem Computer existieren. Du kannst auch auf Datenträger klicken, dann erhältst du hier Informationen über deine installierten Festplatten. Schaue ich mir also mal hier oben die Bezeichnung meiner Festplatte an. Ich habe also hier eine Western Digital Festplatte mit 1,5 Terabyte Speicher. Diese Festplatte ist in verschiedene Partitionen eingeteilt. Ja, und das finde ich dann hier. Die eine Partition hat knapp 440 GB, die nächste dann nochmal 440 GB und die dritte Partition 520 GB. So erhältst du also wirklich viele Informationen über deine eingebaute Hardware. Der nächste Bereich wären die Drucker. Hier werden dir alle installierten Drucker angezeigt, entweder die physisch direkt angeschlossenen oder die Netzwerkdrucker oder Drucker, die über eine Softwarefunktion zur Verfügung gestellt werden. In der Regel sind das PDF-Drucker und ähnliches. So, und der letzte große Bereich hier in den Systeminformationen ist die sogenannte Softwareumgebung. Hier findest du eine Menge Informationen über Treiber, über System, Variablen und so weiter und so fort. Klicke einfach mal hier auf Systemtreiber. Dann wird dir hier eine Liste der Systemtreiber angezeigt, die so vom Window bereitgestellt werden. Interessant ist auch der Abschnitt Umgebungsvariablen. Hier findest du von Programmen oder von Window eingebundene Umgebungsvariablen. Das heißt, das sind Programmpfade, die auf bestimmte Bereiche in deinem System hinweisen und damit schneller gefunden werden. Solche Umgebungsvariablen kannst du auch selber erstellen und damit erreichen, dass zum Beispiel ein Programm, das du schnell aufrufen möchtest, vom System gefunden wird, ohne dass du erst den kompletten Pfad zu diesem Programm eingeben musst. Ein Beispiel ist hier wie cmd.exe. Das ist eine Kommandozeile von Window. Da über diese Systemvariable Window den Pfad zu diesem Programm kennt, reicht es, wenn du zum Beispiel mit Window R das Ausführen Fenster aufrufst und hier einfach cmd eingibst. Und schon wird das Kommandozeilenfenster geöffnet, ohne dass ich Window sagen muss, wo denn eigentlich dieses Programm seinen Ursprung im System hat. Nutzt du also Programme, die du schnell aufrufen möchtest, dann kannst du solch ein Programm hier als System bzw. als Umgebungsvariable hinterlegen. Die anderen hier aufgeführten Informationen sind jetzt erstmal nicht so wichtig, weil du über diese natürlich auch über andere Konfigurationsfenster schnell zugreifen kannst. Also schau dich einfach mal hier ein bisschen um, such mal nach den Informationen, die so für dich wichtig sind. Dann erst einmal viel Spaß dabei. Dann möchte ich mich auch bei dir bedanken, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Und natürlich hoffe ich doch, dass du auch bei einem unserer nächsten Videos vorbeischaust. Bitte vergiss nicht, einen Kommentar zu hinterlassen, zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann hinterlasse die einfach unten im Kommentarfeld. Tschüss, bis zum nächsten Video. Thomas von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com. So, das war's für heute. Bitte vergiss nicht zu liken, vielleicht einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich ganz wichtig den Abonnieren-Button klicken. Sonst könntest du ja eins von unseren neuen Videos verpassen. Ciao, bis zum nächsten Mal.